Die IHK zu Lübeck und das AWO-Netzwerk Stormann haben Ende Juni rund 90 Kinder aus dem AWO-Waldkindergarten Ahrensburg, der AWO-Kita Lütte-Lüdreinfeld und dem evangelischen Kindergarten Lindenstraße Bagder Heide zum Tag der kleinen Forscher ins Vogelhus auf dem Lübecker Koberg eingeladen. Unter dem Motto »Kannst du mich verstehen?« entdeckten die Kinder in spielerischen Experimenten technische und physikalische Zusammenhänge. Wir als IHK sind bestrebt, dass junge Leute möglichst früh Neugierde haben. Dass sie zur Neugierde angehalten werden, dass sie neugierig aufs Leben werden, dass sie neugierig in Wissenschaft und Technik werden. Für uns als IHK wird sich dies möglicherweise erst in 10, 15 Jahren auszahlen, weil dann werden wohl ein paar dabei sein bei den kleinen Kindern heute, die dann einen gewerblich-technischen Beruf ergreifen, ein Studium aufnehmen im technischen Bereich. Das ist der Bereich, wo wir die größten Nachwuchssorgen haben. Und deshalb wollen wir als IHK das mit anschieben. In Zeiten des steigenden Fachkräftemangels ist es der IHK zu Lübeck besonders wichtig, Kinder schon heute für Mathematik, Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Viele Kinder haben Musikunterricht nebenher, haben Sportunterricht nebenher, Englischunterricht, alles Mögliche, aber die Technik kommt meistens zu kurz. Es ist ja auch die Faszination des Entdeckens und die ist bei den Kindern ganz natürlich vorhanden und wird jetzt einfach nur so ein bisschen kanalisiert und mit den Experimenten, die man hier sieht, mit ganz einfachen Mitteln in neue Bahnen geleitet. Die Stiftung Haus der kleinen Forscher setzt sich für naturwissenschaftliche, mathematische und technische Frühbildung in Kitas, Harten und Grundschulen ein und hatte für den 25. Juni deutschlandweit den Tag der kleinen Forscher ausgerufen. Das Haus der kleinen Forscher versendet Materialien für den Tag, sodass die Netzwerke, die Einrichtungen einen Tag der kleinen Forscher ausrichten können, um dann so ausgelassen und voller Freude an die Sachen ranzugehen, wie wir es hier heute erlebt haben. Die 3- bis 6-jährigen Kinder verfassten Briefe in Geheimschrift, erforschten Schwingungen über eine Schallkanone und hielten eine Telefonkonferenz über Bechertelefone. Sie waren sichtlich begeistert von den vielen unterschiedlichen Experimenten, die den Forscher- und Entdeckergeist weckten. Wir haben hier so ein Sternchen angemalt und ausgeschnitten und dann auf dem Wasser aufgelegt. Dann haben wir die noch so reingefaltet und dann sind die Blätter da immer aufgegangen und dann ist er bald immer untergegluckert. Am Ende des Tages erwarteten die kleinen Forscher Grillwurst und Knabbergemüse zur Stärkung, bevor sie ihre Forscherdiplome von IHK-Präses Kühn überreicht bekamen.